In der Phonologie spricht man oft von Phonen, Phonemen und Minimalpaaren. In diesem Video erkläre ich diese drei Begriffe. Wenn man zum Beispiel im Wort gehen den Laut g durch den Laut s ersetzt, entsteht ein neues Wort mit einer neuen Bedeutung: sehen. Die beiden Laute treten in derselben Position auf. Sie stehen an derselben Stelle. Und auch die Lautumgebung, das heißt der Rest des Wortes vor und nach diesem ausgetauschten Laut, ist in beiden Fällen gleich. Wortpaare wie gehen und sehen, liegen und lügen unterscheiden sich nur minimal voneinander. Das heißt nur in einem einzigen Laut. Man nennt sie Minimalpaare. Dieses Beispiel zeigt auch, dass die Laute g und s im Deutschen Bedeutungen unterscheiden können. Man nennt sie daher auch Phoneme. Es handelt sich bei zwei Wörtern auch um Minimalpaare, wenn sich die grammatische Form ändert, wenn man einen Laut austauscht. Zum Beispiel im Wortpaar gehen und gehet. Bei gehen handelt es sich um den Infinitiv von gehen und bei gehet handelt es sich um die zweite Person Plural Präsens Aktiv Konjunktiv 1 von gehen. Minimalpaare sollen nur aus nativen, also ursprünglich deutschen Wörtern bestehen. Solche, die Fremdwörter oder Eigennamen enthalten, werden nicht von allen Phonologen anerkannt. Kommen wir nun zur Minimalpaaranalyse. Die Minimalpaaranalyse ist die phonologische Untersuchungsmethode, um Minimalpaare zu untersuchen. Solch eine Analyse haben wir bereits ausgeführt. Im Beispiel gehen haben wir den ersten Laut durch einen anderen Laut ersetzt und überlegt, ob sich die Bedeutung des Wortes ändert. Das nennt man auch Ersatzprobe oder Substitution. Aber warum braucht man die Minimalpaaranalyse? Mithilfe der Minimalpaaranalyse wird das Phoneminventar einer Sprache, also alle Phoneme dieser Sprache, ermittelt. Das Phoneminventar ist immer sprachspezifisch. Das heißt, eine andere Sprache hat ein anderes Phoneminventar. Das komplette Phoneminventar der deutschen Konsonanten habe ich in diesem Video hier zusammengefasst. Die zwei Begriffe Phon und Phonem kann man leicht durcheinander bringen. Sie sind sich sehr ähnlich, aber es sind keine Synonyme. Deswegen zeige ich euch jetzt nochmal genau den Unterschied. Bei einem Phon handelt es sich um alle theoretisch existierenden Laute einer Sprache. Man kann also auch sagen, Phone sind Laute. Was Laute genau sind, habe ich hier oben noch einmal für euch zusammengefasst. Ein Phonem ist ein ganz besonderes Phon. Ihr habt es bereits in diesem Video kennengelernt. Ein Phonem ist die kleinste Einheit mit distinktiver, also bedeutungsunterscheidender Funktion. Diese Funktion besteht darin, dass ein Phonem in gleicher Lautumgebung Wörter und Wortformen unterscheiden kann. Das habe ich bereits am Anfang dieses Videos an dem Beispiel gehen und sehen verdeutlicht. Fast immer ist ein Phonem auch ein Phon, manchmal aber auch nicht. Das zeige ich euch jetzt. Man kann das Wort reden entweder mit dem uvularen Frikativ r, reden, oder mit dem uvularen vibranten R in reden aussprechen. Noch größer wird der Unterschied, wenn man das alveolare vibrante R, das reden, verwendet. Und ja, all diese drei R-Laute hört man von Muttersprachlern. Auch wenn du vielleicht nur eins dieser drei R-Laute verwendest. Die Bedeutung ändert sich aber nicht. Reden, reden und reden bedeutet alles das Gleiche. Es handelt sich also um Phone und nicht um Phoneme, da sie keine distinktive Funktion haben. Es entstehen nämlich keine neuen Wörter. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Begriff. Es sind Allophone, Varianten des Phonems R. Den Unterschied zwischen Phonen und Phonemen sieht man auch in der Transkription. Phoneme notiert man zwischen Schrägstrichen und Phone werden in eckigen Klammern dargestellt.